In diesem Video werde ich dir verraten, wie du es schaffst, dass dir in den Gesprächen mit Frauen der Gesprächsstoff nicht mehr ausgeht, dass du sozusagen unendlich lange Gespräche führen kannst. Viel Spaß beim Video. Also willkommen zurück mit einer Frage oder einem Thema, das ich super oft schon besprochen habe, das ich auch bei den Flirtprofis damals schon viel besprochen habe, nämlich wie geht dir der Redestoff nicht aus? Wie schaffst du es, unendliche Gespräche mit Frauen, natürlich gilt das gleiche quasi für Männer, zu haben, einfach geile Gespräche zu haben, mit der Frau eine Connection zu haben und dann mit der Frau zu schlafen, mit der Frau in eine Beziehung zu kommen, was auch immer du dir da vorstellst oder ihr euch da vorstellt. Also, zuerst einmal möchte ich mal als Grundlage folgenden Hinweis geben. Wenn du gut kommunizieren möchtest, und das ist halt einer, also wenn ich mir jetzt Flirten anschaue und wenn ich mir angucke, wo sind meine Stärken, wo sind meine Schwächen im Flirten, dann ist Kommunizieren, Reden, Gespräche führen eindeutig eine meiner Stärken. So, und einer der Gründe, warum ich das so gut kann oder warum ich wirklich auch zu absolut allem, also ich lüge nicht, wenn ich sage, zu allem, was die Frau mir sagt, kann ich etwas sagen. Zu allem, alles, was die Frau mir gibt, kann ich auf irgendeine Art und Weise verarbeiten, indem ich entweder irgendwas dazu weiß, irgendwo schon mal davon gehört habe, irgendeine Meinung dazu habe oder im allerschlimmsten Fall interessiert nachfragen kann. Es geht immer bei fast absolut allem, was sie mir gibt. Ich würde sogar sagen, bei allem, was sie mir gibt. Und dass das so ist, liegt erstmal an Grundlage Nummer 1, nenne ich es jetzt einfach mal, nämlich der Tatsache, dass du auf jeden Fall ein bisschen konsumieren solltest. Du solltest Wissen konsumieren, du solltest Informationen konsumieren, du solltest es dir angewöhnen, Informationen zu konsumieren, wenn du ein etwas spannenderer Mensch sein möchtest, ein etwas spannenderer Mann. Wenn deine Themenbereiche nicht über Folgendes hinausgehen: Fußball, wer gewonnen hat beim Fußball, welches Bier am besten schmeckt und wer gewonnen hat beim Fußball, dann hast du ein Problem. Und ich kenne Männer aus meinen Coachings, ich habe schon Männer in meinen Coachings gehabt, deren Themengebiete gingen nicht weiter als das. Das war so das, was sie beschäftigt hat. Und vielleicht Autos, getunte Autos, wenn du ein bisschen tiefer in der ganzen Materie drin bist. Das waren so die Dinger, die die Männer beschäftigt haben. Und es ist ja auch in Ordnung, dafür kannst du dich auch interessieren, nur wirst du damit keine besonders spannenden Gespräche mit Frauen führen, ist einfach so. Du wirst damit auch keine besonders spannenden Gespräche mit mir führen, denn das sind auch Themen, die mir relativ egal sind, aber geht ja jetzt um die Frauen, also du wirst keine spannenden Gespräche mit denen führen und das führt auch nicht besonders weit. Das heißt, die erste Sache ist, informier dich mal, lies mal ein Buch, schau mal eine Doku, schau N24 oder NTV, wenn es sein muss, dann hast du Informationen über die folgenden Themen: Hitler und Weltraum und Tiere. Das ist schon eine Grundlage, damit kannst du schon ein bisschen was anfangen. Witzige Side-Story. Ich habe letztens auf Tinder eine Frau kennengelernt, die tatsächlich genauso wie ich sehr gerne Serienmörder-Dokumentationen sieht. Ich schaue super gerne Serienmörder-Dokus. Letztens die Ted Bundy-Doku auf Netflix war zum Beispiel richtig geil. Aber auch allgemein Serienmörder-Dokus. Ich schaue super gerne Serienmörder-Dokus. Keine Angst, ich bin selbst keiner, auch wenn du es jetzt mit der schwarzen Lederjacke gedacht hättest. Es liegt einfach daran, dass ich mich für Psychologie interessiere. Ich habe es ja auch studiert, ich beschäftige mich immer viel mit Psychologie und das ist natürlich, das ist ja genau das, ne? Serienmörder, Psychologie, das ist total spannend, finde ich, das interessiert mich einfach mega. Aber ist eben, wie gesagt, nicht der einzige Bereich, der mich interessiert. Mich interessiert es echt sehr breit, mich interessiert echt ziemlich viel. Genau, und Serienmörder-Dokus, so, das war jetzt übrigens mal ein Beispiel für, wie man ein Gespräch aufpeppen kann, indem man einfach irgendeine lustige Story erzählt. Das fiel mir gerade halt hier nebenbei mal ein. Und das ist auch so eine Sache, wenn du dann wirklich dich informiert hast, wenn du generell ein bisschen mehr Informationen konsumierst. Ich kann dafür übrigens auch Audible sehr empfehlen. Das ist halt dieser Amazon-Service, kostet einen 10er im Monat, glaube ich, genau. Da kriegst du immer ein Gratis-Guthaben, kannst dir also ein Hörbuch gratis holen im Monat und alle anderen Hörbücher kosten dann 9,99 und nicht irgendwie 50 oder so. Und da kannst du dir dann wirklich Hörbücher aus absolut jeder Richtung kannst du dir gönnen und dann bist du halt unterwegs beim Training oder auf dem Weg irgendwo hin, machst dir deine Kopfhörer auf und schon hast du wieder Informationen, die sozusagen in dein System einfließen und für halt einen 10er im Monat, das ist einfach lächerlich. Du kannst unglaublich viel lernen, unglaublich viel Wissen ansammeln und das Audible, super Empfehlung, das nutze ich einfach schon sehr lange und auch sehr gerne. Genau, die Sache, die ich jetzt noch dazufügen wollte, ist, überbewerte nicht so viel, was für Informationen du bringen musst. Also ich erzähle auch wirklich, wirklich viele Geschichten aus meinem Alltag, weil ich die meisten auch echt wirklich witzig finde. Und
die Informationen oder die Stories, die du auch teilweise erzählst, und ich komme gleich noch genauer dazu in so Gesprächen mit Frauen, müssen nicht der Obershit sein, die müssen nicht perfekt erzählt sein. Es müssen nicht die krassen Stories aus deinem Urlaub, die One-in-a-Lifetime-Stories sein. Das dürfen gerne irgendwelche lustigen kleinen Stories, kleine Anmerkungen aus dem Alltag sein. Das ist überhaupt gar kein Problem. Setz die Latte für die Sachen, die du erzählen darfst, da einfach nicht so besonders hoch. Ich hatte jetzt einen Coaching-Teilnehmer am Wochenende hier bei mir und der hatte eine richtig witzige Story. Ich mag sie jetzt hier nicht erzählen, weil ihm war sie peinlich, aber war eine richtig witzige Story. So, ich habe richtig, als er mir die erzählt hat, ich fand sie ultra spannend, musste total lachen und habe ihm gesagt, guck mal, ich weiß, es ist dir peinlich, aber das ist auch eine Story, die du gerne den Frauen erzählen kannst. Und er so, nein, das würde ich niemals tun. Und das auch mal nebenbei, begrenzt die Sachen, die du Frauen erzählst, nicht auf, oh, es muss immer cool sein. Ich muss immer coole Stories erzählen. Du kannst auch gerne irgendwelche verrückten Stories erzählen. Du kannst auch Stories erzählen, die dir ein bisschen peinlich sind. Das ist einfach menschlich, das ist normal. Und weißt du, damit können die Leute connecten. Wenn Frauen irgendwie Stories hören, die dir peinlich sind, dann, hey, jeder kennt das. Jeder hat irgendwie Stories in seinem Leben, die ihm peinlich sind. Das führt einfach nur noch zu mehr Verbindung. Von daher macht das gerne. Es gibt ja manchmal in diesem in den alten Pickup Thematik, diese Idee, dass du dir irgendwelche coolen Geschichten ausdenken sollst, die du gar nicht selbst erlebt hast und dann sollst du sie ausschmücken und auswendig lernen und so. Und ja, kannst du natürlich machen, kannst aber auch nicht behindert sein, so, weißt du? War jetzt gar nicht werten, ne? Würde ich dir also nicht empfehlen. Ich denke, das hast du jetzt bereits draus geschlossen. Jetzt kommen wir zu der anderen Sache, die ich immer meinen Teilnehmern mitgebe, wenn es um dieses Thema geht. Und zwar empfehle ich immer, dass man auf eine gewisse Art und Weise mit Informationen umgeht. Was ich schon mal erlebt habe, was Männer teilweise machen und was mich dann wirklich schockiert hat, ist Folgendes. Die Frau gibt eine Information, beispielsweise, hey, ich studiere BWL. Und der Mann macht Folgendes. BWL, das gefällt mir gar nicht. Lalalalala. Oder BWL, ah, okay, blablabla, mein Thema. Oder die Frau hatte irgendwie, die Frau hatte mal, das war ein echtes Beispiel, die Frau sagt irgendwie, ja, das und das ist mein Hobby. Und er sagt, mein Hobby ist Kampfsport. Beim Kampfsport, lalalalala, und erzählt erstmal 10 Minuten über Kampfsport. So willst du nicht mit Informationen umgehen. Das ist keine Konversation, das ist keine gute Kommunikation. Wenn die Frau dir Informationen gibt, dann gehst du mal mindestens kurz auf diese Informationen ein, bevor du dann vielleicht was über dich selbst erzählst. Beispiel, sie sagt, hey, das und das ist mein Hobby. Und du sagst, ach krass, okay, ich hätte dich gar nicht eingeschätzt, dass du reitest. Das, irgendwie siehst du gar nicht so aus. Aber ich find Reiten cool. Meine Ex-Freundin war immer reiten und dann bin ich manchmal mitgekommen auf den Hof und ich hatte immer, also ich habe großen Respekt vor den Pferden. Also das ist tatsächlich eine Geschichte, die würde ich jetzt erzählen, weil das tatsächlich einfach so wahr ist. Das ist halt so eine Anmerkung, die ich machen würde, so eine kleine Anmerkung. Das ist jetzt nichts Weltbewegendes, aber es ist halt mein Standpunkt, um eine Verbindung aufzubauen zu dem, was sie gerade gesagt hat. Lass niemals Informationen, die Frauen dir geben, einfach liegen und übergeh die. Mach das nie. Oder sagen wir mal, wenn du das machst, sollte das höchstens 5% des Gesprächs, in 5% des Gesprächs so sein. Es gibt mal Momente, da kann man so ein bisschen übergehen und was Eigenes reinwerfen, ohne vorher darauf eingegangen zu sein. Aber das solltest du ganz selten machen. Das ist einfach schlechte Kommunikation. Da kann ich dir einfach eine Grundregel mitgeben, die ich gerne meinen Teilnehmern auch mitgebe. Wenn die Frau was sagt, dann mach Folgendes. Mach entweder eine kurze Anmerkung dazu, eine kurze Meinung, also deine Meinung, eine kurze Geschichte von dir selbst oder eine kurze Geschichte von jemand anderem oder einer neutralen Quelle. Mit neutralen Quelle ist, meine ich sowas wie, ich habe jetzt eine NTV-Doku gesehen über Tiere oder Hitler und da habe ich was gehört. Dann erzähle ich, ah krass, ich habe letztens eine Doku gehört, lalalala. Das ist eine neutrale Quelle, weil das bin ja nicht ich oder einer von meinen Freunden, der es erzählt hat. Das hat mir halt NTV erzählt. Jetzt mal als Beispiel. Na? Und eine von diesen vier Sachen solltest du auf jeden Fall machen. Also angenommen, sie sagt, hey, ich bin BWL-Studentin. Dann sagst du, ah krass, cool, ich hätte dich gar nicht für eine BWL-Studentin gehalten. Kurzes Statement. Oder du sagst, ach krass, ich wollte auch mal BWL studieren, aber ich finde das Fach einfach generell irgendwie langweilig und ich habe gehört, das soll sehr langweilig sein. Meinung. Oder du sagst, ach krass, ich habe mal BWL studiert. Voll witzig, damals im Studium, ich habe mit meiner Professorin geschlafen und wurde aus dem Studium rausgeschmissen. Kurze Geschichte von mir selbst. Also das ist alles Beispiel, das ist nicht wirklich passiert. Oder Geschichte von jemand anderem. Ja, BWL-Studium. Ach krass, ich kenne einen Kumpel, der hat BWL studiert, aber der fand es ultra scheiße und hat es dann irgendwie vor seinem Master abgebrochen. Deswegen, ich habe nur Schlechtes über BWL gehört. Geschichte von jemand anderem. So, eine von diesen vier Sachen solltest du nutzen, wenn die Frau dir Informationen gibt. Ja, und ich sage hier spezifisch kurz, weil wenn du die Frau gerade erst kennenlernst, vielleicht auf der Straße angesprochen hast, dann willst du jetzt nicht die 5 Minuten Mega-Geschichte auspacken. Und dann zum Beispiel, hi, du gefällst mir. Ah, krass, ja, schön, freue mich, dass du mich angesprochen hast. Cool, was machst du gerade? Ja, ich komme von der Uni. Ah, cool, was studierst du denn? Ja, ich studiere BWL. 5 Minuten Geschichte von mir.
So willst du es halt nicht machen. Du willst eine kurze Geschichte, ein kurzes Statement, kurze Meinung, kurze Geschichte eines anderen oder neutralen Quelle nutzen und kannst dann natürlich im späteren Verlauf des Kennenlernens auch längere Geschichten benutzen. Ganz klar. Und jetzt will ich noch einmal kurz, weil das auch dazugehört, darauf eingehen, wie ist das denn mit dem Kennenlernen? Also generell, gehen wir mal davon aus, dein reines Ziel ist es, die Frau zu verführen. Ja, nehmen wir das mal als dein Ziel. Dann solltest du versuchen, so gut wie möglich Gemeinsamkeiten herauszustellen. Also Gemeinsamkeiten herauszustellen ist einfach zu gucken, wo kann ich Gemeinsamkeiten finden? Sie erzählt mir irgendwas, wie kann ich da eine Gemeinsamkeit herstellen, die mehr Verbindung aufbaut? Wenn es jetzt nicht dein Ziel ist, die Frau zu verführen, sondern du, sag ich mal, wirklich herausfinden möchtest, ob das auf einer Ebene auch passt über einen längeren Zeitraum, ob du diese Frau in deinem Leben haben möchtest, dann ist es natürlich logisch, dass du nicht unbedingt Gemeinsamkeiten herausarbeiten willst, sondern schaust, okay, wo sind denn die tatsächlichen Gemeinsamkeiten und die tatsächlichen Unterschiede und passt das denn zusammen? Ne? Ist ja ganz klar, das sind zwei verschiedene Herangehensweisen an die ganze Thematik. Aber nur um es nochmal zusammenzufassen, weil es waren jetzt viele Informationen, aber auch wichtige Informationen, Grundlage: informiere dich, konsumiere Informationen, Serienmörder-Dokus, NTV, Audible, du hast es zuerst bei mir gehört. Informiere dich, Informationen, absorbiere die, lerne etwas, okay? Dann hast du schon mal viel, worüber du reden kannst und kannst eigentlich zu super viel was sagen. Dann zweite Sache, leg die Latte für die Informationen oder für die Qualität der Informationen nicht so hoch. Alles, was du an Infos liefern kannst, ist gut. Erzähl aus irgendwelche lustigen Sachen aus deinem Alltag, kleine Sachen, erzähl auch gerne peinliche Sachen. Das ist einfach menschlich und baut eine Connection auf. Dritte Sache, wenn die Frau irgendwas sagt, dann geh darauf ein, indem du entweder eine kurze Meinung dazu sagst, kurzes Statement, kurze Story von dir selbst oder kurze Story von einer anderen Person oder aus einer neutralen Quelle benutzt. Und dann die letzte Sache, die ich gerade noch dazu fügen möchte, die ich jetzt aber irgendwie gerade vergessen habe. So, jetzt muss ich kurz überlegen, jetzt ist es mir wieder eingefallen. Also die letzte Sache, die ich noch dazu sagen wollte, ist, dass es ziemlich einfach ist, in unendliche Themenbereiche vorzustoßen. Also ich gebe dir aber auch mal, wir gehen mal wieder auf das BWL-Beispiel. Nehmen wir mal an, die Frau erzählt dir, ja, ich wohne mit meiner besten Freundin in einer WG und ich studiere BWL, aber werde das nicht mehr lange machen. So, angenommen, es gibt dir diesen Satz. Jetzt hast du unendlich, also nicht unendlich, aber viele Möglichkeiten, was draus zu machen. Sie wohnt mit ihrer Freundin in einer WG. Du kannst über ihre Freundin reden. Sie wohnt in einer WG. Du kannst über das WG-Leben reden. Wird sie noch lange mit ihr da wohnen? Findet sie es überhaupt gut? Sie studiert BWL. Okay, du kannst über das komplette BWL-Feldstudium reden. Und dann sagt sie, ich will es aber nicht mehr lange machen. Okay, darüber kannst du auch reden. Was will sie denn dann machen? Also fast jeder Satz, den die Frau dir gibt oder die eine Person dir gibt, gibt dir unendlich Möglichkeiten, einen Absprungpunkt zu finden. Und von diesem Absprungpunkt kommt man dann wieder auf das nächste Thema. Da gibt es wieder Absprungpunkte und die kommen auf das nächste Thema. Und so ist es eine unendliche Verwirrung von Themen, und wenn du das verstanden hast und wenn du das praktizierst ein bisschen, dann werden dir die Themen mit Frauen nicht mehr ausgehen. Und bevor mir jetzt die Themen hier nicht ausgehen, weil wir sind schon echt tief im Video, beende ich das hiermit. Ich habe alle Informationen dir gegeben, die ich geben wollte. Geil, dass du dabei warst. Übermorgen sehen wir uns wieder, das weißt du bereits. Schreib mir in die Kommentare, ob auch du Serienmörder-Dokus schaust und wie du das Video fandest. Videovorschläge gerne in die Kommentare. Links neben mir kannst du den Channel abonnieren und unter mir dich für einen Coachingplatz. Einen der letzten Coachingplätze jetzt für den Sommer bewerben, sind bereits viele Plätze voll. Und rechts in der Ecke, wenn du das Video bis hierhin geschaut hast, geiler Typ auf jeden Fall, schau da vorbei. Das hilft dir zusätzlich weiter bei deinem Erfolg mit Frauen. Schau da einfach direkt weiter. Mehr Informationen, haben wir gerade von geredet. Konsumier mehr Informationen und dann sehen wir uns übermorgen wieder. Ich freue mich drauf. Bis dahin, ciao.